Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich möchte vor allem erstmal meiner geschätzten Kollegin Sigrid Steinkellner danken, dass sie mit charmanter Beharrlichkeit mich hier aus dem Göttinger Semesterbetrieb auf das schöne Schloss Seckau gelockt hat, was nicht ganz einfach ist, womit sich für mich ein Kreis schließt, weil, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, meine ersten Anfänge und Gehversuche im Bereich der Agrarwissenschaften an der Bodenkultur in Wien stattgefunden haben, wo ich meine ersten Semester studiert habe. Und es ist schon ein bisschen eine Schande, dass ich erst im reifen Alter, in dem ich jetzt vor Ihnen stehe, es geschafft habe, hier zu den österreichischen Pflanzenschutztagen zu kommen. Es ist also höchste Zeit und ich freue mich, dass es dazu gekommen ist. Und was mich noch mehr freut, ist, dass ich auf diese Weise einen alten Studienkollegen wieder getroffen habe. Das ist nämlich der Josef Rossner. Wir haben nämlich zusammen im Semester gesessen und das hat nach vielen Jahren uns wieder zusammengebracht, der Pflanzenschutz. Ja, wenn Sie zwei Professoren aus Deutschland einladen, die relativ ähnlich ticken, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn einige Dinge wiederholt werden. Aber es ist so wie in guten Vorlesungen, wo ich auch sage, wenn man Dinge wiederholt, bleiben Sie besser bei den Studenten haften. Insofern wird es einen gewissen Teil meines Vortrags geben, der für Sie ein Déjà-vu sein wird, zu dem, was Kollege Verret gerade von sich gegeben hat. Aber ich möchte im zweiten Teil dann, so haben wir uns auch abgesprochen, doch einen anderen Aspekt etwas mehr in den Vordergrund stellen. Und zwar ist das der Aspekt der Nachhaltigkeit, eines der wichtigsten Elemente des integrierten Pflanzenschutzes, und das ist der chemische Pflanzenschutz. Ich glaube, wir sollten mal beleuchten, wie steht es eigentlich um die Nachhaltigkeit des chemischen Pflanzenschutzes und wovon ist sie abhängig und was haben wir da in Zukunft zu erwarten. Und beginnen möchte ich, und das ist vielleicht an einem so historischen Ort wie hier, diesem Schloss Seckau, gar nicht so verkehrt, mit einem historischen Einstieg in mein Thema, indem Sie sich hier diese Frauen anschauen, die 1930, also vor 80 Jahren, auf einem Rübenfeld in der Nähe von Magdeburg Unkraut gehackt haben. Und ich glaube, wir würden aus heutiger Sicht alle sagen, diese Frauen hätten vielleicht ein besseres Leben verdient, aber es war eben die Notwendigkeit der Zeit, das Unkraut auf diese Weise zu beseitigen. Und ich glaube, diese Frauen haben sich nicht vorstellen können, was in den kommenden Jahrzehnten an Innovation und Fortschritt in der Landwirtschaft stattgefunden hat. Und dass es 8 Jahrzehnte später so aussieht, dass keine hackenden Frauen mehr auf dem Feld stehen, sondern eine Einzelperson mit einer Feldspritze diese Arbeit erledigt. Sie hätten sich vielleicht auch nicht vorstellen können, dass eine Gesellschaft, die 2 Generationen später in den Genuss dieser Technologien kommt, dass eine solche Gesellschaft beginnt, diese Technologie in dieser Weise in Frage zu stellen. Was jetzt kommt, sind Zahlen, die Sie alle kennen. Eine Erfolgsgeschichte, will ich sagen, die die Landwirtschaft vor allem in den letzten guten halben Jahrhundert hingelegt hat, wie sie beispiellos ist in der mehr als 10.000-jährigen Geschichte des Ackerbaus. Sie alle kennen diese Zahlen der Ertragssteigerungen von 200-300% in den wichtigsten Kulturen. Und die Frage ist, worauf beruht dieser Fortschritt? Und ich glaube, wir sind uns alle hier im Raum einig, als Agrarwissenschaftler oder der Landwirtschaft nahestehende Fachleute, dass es im Wesentlichen 4 Säulen waren und sind, auf denen dieser Erfolg ruht. Und das ist einmal die Verbesserung der Sorten natürlich. Es ist die Mineraldüngung, die optimiert worden ist. Und es ist der chemische Pflanzenschutz ohne Zweifel. Und es ist vor allem die Technik auch, die Anbau- und Erntetechnik. Dieses waren die Garanten und es waren die Treiber dieser Entwicklung. Und ich möchte auf eine Studie hinweisen, die kürzlich von der Universität Leuven in Belgien angefertigt worden ist, im Auftrag des Europäischen Parlaments, wo noch einmal die sehr lesenswert ist, die Sie auch im Internet finden können, aus dem März diesen Jahres, wo auch nochmal die Wirksamkeit des Treibers chemischer Pflanzenschutz dargestellt ist. Und hier sehen Sie die Zahlen, die zwischen 20% und 40% des Ertrags, der Ertragssicherung und der Ertragsfähigkeit oder Produktivität dieser Kulturen ist im Wesentlichen durch Pflanzenschutzmittel gewährleistet. Und es gibt auch noch andere sehr interessante Aspekte, die in dem Bericht drinstehen, auch vor allem was die Frage angeht, wie die Gesellschaft mit diesem wichtigsten Produktionsmittel oder diesem wichtigen Produktionsmittel augenblicklich umgeht. Diese Kurve zeigt das, was Josef Verret auch schon deutlich gezeigt hat. Das ist die Kurve, die die Realität unseres Planeten darstellt. Ich will nur noch mal einen Aspekt hier hineinbringen, der mich selbst sehr in Erstaunen versetzt hat, wenn mir ein Demograf mal neulich gesagt hat, es leben augenblicklich auf der Erde mehr Menschen, als je zuvor auf der Erde gelebt haben.
um mal sich klar zu machen, welche Herausforderungen wir vor uns haben. Und wenn Sie eine solche Kurve betrachten und sagen wir mal diese Kurve betrachten, als wäre sie die Populationsentwicklung eines Insekts, dann würde der Populationsökologe immer sagen, hier in den 50er, 60er Jahren muss irgendeine deutliche Verbesserung der Habitatbedingungen eingetroffen sein, um die Bevölkerungskurve so ansteigen zu lassen. Und dann hat es eben hier dazu gereicht, diese Bevölkerung ansteigen zu lassen. Und wir wissen alle, dass die Herausforderungen, die vor uns liegen, so sind, wie sie schon beschrieben worden sind. Und diese Kurve hat tatsächlich eine enge Korrelation mit einer anderen Kurve. Und das sind die Ertragskurven in der Landwirtschaft. Und hier sehen Sie auch diesen markanten Knick, der nach oben geht in den 50er, 60er Jahren, der durch den Fortschritt, den ich genannt habe, eben möglich geworden ist. Und es ist sicherlich berechtigt zu sagen, dass die bessere Nahrungsmittelversorgung eben einer dieser entscheidenden Faktoren waren, die eben diese Habitatverbesserung oder diese Verbesserung der Lebensverhältnisse nach sich gezogen hat und dies ermöglicht hat, eben mehr Menschen auf diesem Planeten Raum und Lebensmöglichkeiten zu geben. Und ich bin immer so ein bisschen im Streit mit den Medizinern, die ja behaupten, das ist im Wesentlichen auf medizinische Versorgung zurückzuführen. Nein, ich sage, was nützt die beste Medizin, wenn die Menschen nichts zu essen haben? Dann brauchen sie sie nämlich nicht mehr. Ich bin der Meinung, dass die Agrarwissenschaften die Grundlage gelegt haben für das, was wir erlebt haben in den letzten 50, 60 Jahren. Und es war nicht nur ein quantitativer Gewinn, sondern es war ein qualitativer Gewinn, denn wenn wir in die sozioökonomischen Folgen reinschauen, das ist mit einer einzigen Zahl, nämlich der Hungerrate, sehr einfach gemacht, dann sehen Sie, dass 1960 bei 3 Milliarden Menschen jeder Dritte nicht ausreichend Zugang zu Nahrungsmitteln hatte, während wir heute in einer Situation sind, wo es nur noch jeder Neunte ist. Also eine gigantische Entwicklung, die zum Positiven geführt hat. Und das ist eine Kurve, die ich Ihnen auch noch zeigen will, die Lebenserwartung, die auch gerade angesprochen worden ist. Ich möchte noch mal betonen, dass die Lebenserwartung ein sehr komplexer Parameter ist, der sehr deutlich zeigt, wie sich umfassend Lebensverhältnisse verbessert haben. Es hat sehr viel zu tun mit Ernährung, das hat auch was zu tun mit medizinischer Versorgung, es hat aber sehr viel auch zu tun mit den Bedingungen der Arbeit. Die physische Belastung durch Arbeit spielt eine ganz große Rolle für die Art der Lebenserwartung, die wir haben. Und die Kurve geht weiter. Und übrigens ist es eine Kurve, die nicht nur für Deutschland gilt, sie gilt global. Global hat die Lebenserwartung massiv sich verbessert. Weltweit, das wissen viele gar nicht, ist die Lebenserwartung augenblicklich bei 72 Jahren und 1960 war sie bei 50 Jahren. Also wir haben auch hier einen Riesenfortschritt erlebt. Das sage ich so ein bisschen auch im Hinblick darauf, dass wir ja in einer Welt, in einer Zeit des Kulturpessimismus leben, wo viele Leute glauben, die Welt wird immer schlechter. Und ich sage halt immer so gerne dagegen und sage, es gibt einige Zahlen, die zeigen eigentlich das Gegenteil. Nur meine Thesen, die ich hier zunächst eingangs zur Anwärmung des Themas nochmal darstellen will, ist, dass ich denke, dass wir uns einig sind, das wurde auch schon gesagt, dass die Modernisierung der Landwirtschaft ein wichtiger Grund für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen ist und dass hierfür maßgeblich die Produktivitätssteigerung waren. Und dass dieser fundamentale, ich will mal sagen, zivilisatorische Beitrag, der hier geleistet worden ist von der Landwirtschaft, aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit weitgehend verschwunden ist. Es ist nicht mehr da. Wird weitgehend von Technologieskepsis überlagert. Und diese Skepsis wird von den Enkelinnen der Frauen, die auf dem Feld mit der Hacke standen, vorgetragen in dieser Form vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, in dem sie Schilder hochhalten und die Technologie anprangern, die es ihnen ermöglicht hat, in dem Wohlstand zu leben, in dem sie leben und das Alter zu erreichen, was sie erreichen können, was deutlich höher ist als das ihrer Großeltern. Das wird getan, obwohl viele Indikatoren zeigen, dass wir große Fortschritte haben, auch in Bezug auf die unerwünschten Nebenwirkungen des Pflanzenschutzes, die es ohne Zweifel gibt. Es gibt auch unerwünschte Nebenwirkungen von Medikamenten. Trotzdem würde keiner auf die Idee kommen, Medikamente als Ganzes abschaffen zu wollen, weil sie eben auch ihr Gutes tun. Aber die negativen Wirkungen haben sich stark verändert. Und hier sehen Sie mal drei Parameter, die das zeigen. Das ist einmal die Persistenz und dann die Anwendungsdosis. Und vor allem die Toxizität, die rote Kurve, bei der wir noch bei einem Bruchteil des Wertes sind, das sind Relativzahlen zur Zeit vor vielleicht 40 Jahren. Hier hat sich gewaltig etwas verändert. Es ist alles deutlich besser geworden. Die Risiken sind geringer geworden, die Anwendungsdosen sind kleiner geworden, die Persistenz hat sich halbiert und wie gesagt, die Humantoxizität ist unvergleichlich im Vergleich zur Zeit vielleicht vor 40 Jahren. Kann man auch an den Zahlen von Synops nochmal zeigen, vielleicht, die über einen relativ kurzen Zeitraum von 15 Jahren nur anhand von 14 Indikatoren aus dem Bereich der aquatischen und terrestrischen Risikofaktoren sich zusammensetzt, wie Sie vielleicht wissen, und für Fungizide, Insektizide und Herbizide
sehr spezifisch errechnet werden können. Und Sie sehen, dass wir hier im Bereich der Fungizide, wenn man den Vergleich 100% als Mittelwert im Ausgangszeitraum 96 bis 2005 nimmt, relativ besser geworden sind. Die Fungizide waren schon relativ günstig in ihrem Ökotox- und Tox-Profil. Da ist nicht mehr viel Spielraum gewesen, aber in anderen Wirkstoffgruppen hier bei den Insektiziden deutliche maßgebliche Verbesserungen, die stattgefunden haben durch neue Wirkstoffe, durch die Innovation im Bereich der Pflanzenschutzmittelentwicklung. Man kann also sagen, die Kritik und die Skepsis der Bevölkerung in Bezug auf die Pflanzenschutzmittel haben durchaus ihre positiven Effekte gehabt, darüber sind wir uns auch klar. Das heißt, es hat auch dazu geführt, dass wir auch hier in dem Bereich einen Fortschritt haben. Aber wenn dieser Fortschritt, der tatsächlich bezifferbar ist und quantifizierbar ist, wenn dieser Fortschritt zur gleichen Zeit ein Anwachsen von Skepsis nach sich zieht, dann ist das für mich ein klarer Indikator dafür, dass diese Skepsis irrational ist. Warum ist das so wichtig? Und jetzt möchte ich auf den eigentlichen Kernpunkt meines Vortrags kommen. Ich glaube, dass diese Haltung in der Bevölkerung einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln hat und haben wird. Und damit unmittelbaren Einfluss haben wird auf die Nutzbarkeit dieses Instrumentes im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes. Wenn wir das historisch betrachten, dann hat die Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln im Wesentlichen immer bestimmt der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Immer wenn neue Erkenntnisse gewonnen worden sind, dann sind sie mehr oder weniger unmittelbar umgesetzt worden in anwendbare Technik. Das heißt in Pflanzenschutzmittel, die eingesetzt werden konnten, nach entsprechender Prüfung. Und natürlich im Sinne dessen, was wir mit dem Pflanzenschutz erreichen wollen, nämlich die Erntesicherung im Wesentlichen, was ein wichtiger Bestandteil der Ernährungssicherheit ist. Und die Ressourceneffizienz, die auch schon von Herrn Verreth angesprochen worden ist, denn gesunde Pflanzen gehen schonender mit Ressourcen um als solche Pflanzen, die nicht gesund sind. Nun, dieser historische Kausalstrang existiert nicht mehr. Er ist unterbrochen durch einen Faktor, der obendrauf kommt und der deutlichen Einfluss nimmt auf diesen Fluss. Dieser Faktor besteht in der Öffentlichkeit, die Einfluss nimmt, die partizipieren will an den Entscheidungen, welche Technologie wann und wie eingesetzt werden soll. Und gesteuert ist das teilweise von Interessengruppen, die hier aus Nichtregierungsbereichen heraus agieren und die einen großen Einfluss darauf haben, wie die Akzeptanz in der Bevölkerung aussieht, die sich sehr stark auch anmaßen, kompetent zu sein in diesem Bereich, aufklären zu können und zu wollen, was in ganz vielen Fällen unangemessen ist. Und sehr viel mit dem Angstmoment spielen und damit auf die Verfügbarkeit einen Einfluss nehmen. Und ich will Ihnen in Folge auch zeigen, welche Effekte das mittlerweile hat. Ausgelöst also werden diese Einflussnahmen aus Bereichen, die zum Beispiel diese Nichtregierungsorganisationen repräsentieren. Hier zeige ich nur einmal als Beispiel Aussagen aus dem Kursbuch Agrarwende, was zur Grünen Woche 2017 im Januar erschienen ist. Und Forderungen aufgestellt hat nach einer Agrarwende. Nun, ich frage immer, was rechtfertigt eine Wende in einer Entwicklung, die so erfolgreich gewesen ist, wie ich sie gerade aufgezeigt habe? Wohin wollen Sie eigentlich wenden? Wollen Sie sich wenden in Richtung Rückschritt? Wohin soll die Wende denn gehen? Plausibel ist es nicht. Die Forderungen, die hier drin stehen, sind hier nochmal zusammengefasst. Erhöhung des Ökolandanteils des Ökolandbaus, weniger Fleischkonsum, Reduktion der Ackerfläche um 10% in Deutschland, Düngungsreduktion und vor allem ein völliger Verzicht auf Pflanzenschutzmittel ist hier tatsächlich gefordert. Und dabei soll auch noch eine Selbstversorgung von 100% rauskommen, wobei das also bei Spezialkulturen nicht der Fall ist. Nun, wie realistisch ist diese Forderung? Nun gehen wir nochmal auf die vier Säulen zurück, die ich gerade genannt habe, die den bisherigen Ertragsfortschritt, die Produktivitätszuwächse bedingt haben. Und wenn Sie das umsetzen, was in solchen Forderungen enthalten ist, dann verlieren Sie von diesen Säulen mindestens zwei oder drei. Die Mineraldüngung ist dann nicht mehr möglich, der Pflanzenschutz fällt weg. Und auch bei den Züchtungen, bei der Pflanzenzüchtung muss man Abstriche machen, denn auch hier wissen wir ja, dass die modernen Züchtungsmethoden und gerade die neuen Züchtungsmethoden, die jetzt am Horizont auftauchen und neue Möglichkeiten eröffnen,
eben auch nicht mehr akzeptiert sind. Und es fragt sich, wie unter Verlust von fast 3 der 4 Säulen, auf denen unser Ertragsfortschritt und die Produktivität steht, und wir haben ja gehört, dass jedes Prozent Ertragszuwachs wichtig ist und auch global Auswirkungen hat, wie das in Zukunft noch gehen soll. Das Ganze ist völlig unplausibel und nicht erklärbar. Es ist auch nicht erklärbar, wenn Sie anschauen, die Frage, kann man den Hunger weltweit bekämpfen? Sie wissen, das Millenniumsziel der Vereinten Nationen lautet, 2030 die Hungerrate auf Null zu bringen. Das ist auch nicht mehr so lange hin. Man fragt sich, wie das gehen soll mit einer Landwirtschaft, die nur noch die halbe Produktivität hat, wie hier diese Zahlen ausweisen, die eigentlich bedeutet, dass wir die doppelte Fläche brauchen. Und hier bin ich ganz bei der Fridays for Future-Bewegung, die richtigerweise feststellt, dass es keinen Planeten B gibt. Also den bräuchten wir dann, wenn wir auf Ökolandbau umstellen. Aber den gibt es tatsächlich nicht. Da bin ich ganz bei den jungen Leuten. Nun, also wir sind hier in einem wirklich irrationalen Feld, was mit dem Zahlenwerk und den Notwendigkeiten, die sich praktisch stellen, wenn man Verantwortung für diese Welt übernehmen will, nicht übereinbringen lassen. Das haben Sie auch schon gesehen, der Import von Flächen, den möchte ich auch noch mal nennen, der stattfindet, wenn wir diese Szenarien durchspielen. Bei Erhöhung des Ökolandbaus bei uns wird die Nahrungsproduktion nicht mehr in Deutschland, sondern woanders stattfinden, unter anderen Bedingungen, bei geringerer Produktivität und der wahrscheinlich auch größerem Verlust von Habitatflächen. Und das hat im letzten Jahr ein Kollege bei mir in Göttingen sehr schön noch mal aufgearbeitet, Herr Keim, in einer Arbeit, die ich Ihnen wärmstens empfehlen kann, weil sie sehr solide ist, wo es um die Frage geht, wie weit eben Nahrungssicherung unter den Bedingungen eines gesteigerten ökologischen Landbaus möglich ist. Und er kommt eben hier zu dem Ergebnis, dass auch hier tatsächlich eine Steigerung der Produktivität notwendig sein wird und dass diese Umstellung auf Ökolandbau in dieser Größenordnung etwa 40-70% mehr landwirtschaftliche Fläche aufgrund der unterschiedlichen Produktivitätsniveaus, die wir global haben, erforderlich machen wird. Und das wird sicherlich und ohne Zweifel zu einem noch stärkeren Druck auf die natürlichen Habitatflächen führen. Und unterm Strich hat die Umwandlung in organische Produktion nichts anderes als Folge, nämlich einen weltweiten Verlust an Biodiversität und Naturflächen. Wir müssen uns langsam mal klar machen, dass wir eine bestimmte Anforderung haben, eine Ernährung sicherzustellen für eine bestimmte Menge von Menschen und dass das am sinnvollsten passiert, indem wir bestimmte Flächen ausweisen, die Gunststandorte sind, wo die Produktion stattfindet, um eben andere Flächen zu schonen. Es wird, für mich gibt es nur eine Kombination, das ist hohe Produktivität auf den Produktionsflächen. Erst diese wird ermöglichen, dass wir einen Teil unseres Planeten in Bezug auf die Naturhabitate schonen können. Deswegen meine zweite These. Ich glaube, ohne Zweifel, das sagen alle Zahlen, die wir haben, ist das Risiko von Pflanzenschutzmitteln vollkommen überschätzt. Das hat ja Herr Verrieth auch schon gezeigt. Es ist eigentlich nicht existent. Das ist eine Technologie, die eigentlich de facto kein Risiko mehr hat, wenn sie richtig angewendet wird. Es gibt auch, wir arbeiten eng zusammen mit dem Giftzentrum der Universitätsklinik in Göttingen. Und dort wird mir regelmäßig mitgeteilt, dass sie keine Vergiftungsfälle mit Pflanzenschutzmitteln kennen. Vor 14 Tagen hat sich ein Mensch versucht, mit Glyphosat das Leben zu nehmen, weil er in der Zeitung gelesen hat, es wäre so giftig. Er hat 250 Milliliter zu sich genommen und mittlerweile geht es ihm schon wieder ganz gut. So verzerrt ist mittlerweile das Bild. Die Wohlfahrtseffekte des Pflanzenschutzes werden allerdings vollkommen ignoriert. Was ich zur Schonung der Naturflächen gesagt habe, brauche ich nicht zu wiederholen. Ich möchte aber noch einmal etwas schärfer fokussieren auf die Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln. Diese Grafik kennen Sie schon, die ich gerade gezeigt habe. Was ist die Folge davon? Ich glaube, die Folge ist absehbar. Die Folge ist nämlich, dass wir einen Verlust an Wirkstoffvielfalt und an Wirkstoffdiversität bekommen. Und das ist mittlerweile absehbar und passiert auch schon. Und wir haben hier zwei Faktoren, die eigentlich die Nutzbarkeit und auch die Nachhaltigkeit damit, denn die Nachhaltigkeit des chemischen Pflanzenschutzes ist unmittelbar verknüpft mit der Verfügbarkeit von Wirkstoffen. Diese Nachhaltigkeit wird beeinträchtigt einerseits durch verschärfte Zulassungsbedingungen, die ja getrieben sind von der Haltung der öffentlichen Meinung,
Und das Zweite, was hier natürlich verschärfend hinzukommt, ist die Resistenzentwicklung, die unmittelbar verknüpft ist damit. Denn in dem Maße, wie wir Wirkstoffe verlieren und unsere Basis enger wird, in dem Maße treiben wir natürlich auch der biologischen Entwicklung von Resistenz, die fördern wir die natürlich auch. Und das Ganze wird zweifellos Produktivität kosten. Und wir sind genau auf dem falschen Wege damit, denn Sie haben gerade ja gesehen, wir müssen auf dem Weg der Produktivitätssteigerung bleiben. Sonst kriegen wir große Probleme, auch global. Und wir befinden uns gerade genau in der anderen Richtung. Und auch die Profitabilität möchte ich ansprechen. In Deutschland sieht es aus, dass das Höfesterben zunehmen wird, dass viele Betriebe nicht mehr werden wirtschaften können, weil die Bedingungen eben nicht mehr so gegeben sind. Was treibt hier, welche Folgen hat das für die Pflanzenschutzmittelentwicklung? Sie sehen hier mal eine Grafik, die den dramatischen Anstieg der Kosten zeigt. Allein in den letzten 20 Jahren im Grunde genommen eine Verdreifachung der Kosten zur Entwicklung eines neuen Pflanzenschutzmittels. Und es ist völlig klar, dass diese wahnsinnige Investition nur noch die größten im Markt schaffen können. Das sind vielleicht noch 5 oder 6 Firmen weltweit, die in der Lage sind, innovativ neue Wirkstoffe zu entwickeln. Und man muss abwarten, wie weit sich diese Zahl noch weiter verkleinert. Augenblicklich haben wir eine starke Verschiebung der Patentanmeldungen, die früher führend in Europa waren. Und mittlerweile ist China der Nummer 1 unter den Patentanmeldern. Also die Pflanzenschutzmittelentwicklung wird wahrscheinlich global nicht ganz verschwinden. Sie wird in andere Regionen abwandern, wo dann vielleicht auch die Standards anders sind. Was hat das zur Folge? Das können Sie jetzt auch schon sehen. Es hat zur Folge, dass wir einen Rückgang der Innovation haben. Die blauen Säulen, die Sie hier sehen, sind die Biologicals. Die haben sich in den letzten Jahren hier deutlich etabliert. Das heißt, biologische Pflanzenschutzmittel haben Konjunktur. Aber die gelbe Kurve, hier sehen Sie, sind die Innovationen im Bereich der klassischen synthetischen Pflanzenschutzmittel. Hier können Sie sehen, dass hier seit 20 Jahren ein klarer Trend nach unten ist. Das heißt, hier ist immer weniger zu erwarten. Und die Gründe dafür sind, glaube ich, allen klar. Wenn die Zulassung derartig erschwert wird, dann wird das ökonomische Interesse an dieser Form von Industrie natürlich auch nachlassen. Was für uns viel wichtiger ist, ist die Frage, was kommt am Ende raus, was kann genutzt werden? Und da möchte ich eine Studie aufgreifen, die ganz kürzlich erst vom Julius-Kühn-Institut veröffentlicht worden ist, die ich sehr interessant finde und die zeigt noch einmal die Resistenzklassen. Das Entscheidende ist ja, welche Resistenzklassen sind verfügbar oder welche Modes of Action. Denn das sind die eigentlichen Werkzeuge des chemischen Pflanzenschutzes. Und hier sehen Sie mal eine Zusammenstellung der Entwicklung für die Fungizide, grün die Herbizide und rot für die Insektizide, der Anzahl verfügbarer Resistenzklassen seit 1971 bis heute. Sie sehen, bei den Fungiziden sieht es ganz gut aus, da gibt es noch eine gewisse Diversität. Aber Sie sehen hier, bei Herbiziden und Insektiziden ist eigentlich ein Gleichstand zu sehen. Wenn Sie das etwas genauer aufbrechen für verschiedene Bereiche, in denen Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, Ackerbau, Gemüsebau und so weiter, und wenn Sie zugrunde legen, dass eine vernünftige und nachhaltige Bekämpfung von Schaderregern in bestimmten Indikationen voraussetzt, dass Sie in der Regel 3 Resistenzklassen verfügbar haben müssen, um eben entsprechendes Resistenzmanagement durchführen zu können und wechseln zu können, dann sehen Sie, dass für einen Großteil der Herbizide und Insektizide diese Indikation, hier geht es um die Einzelindikation in den verschiedenen Anbaubereichen, für die Einzelindikation in einem großen Ausmaß von über 90%, zum Teil 100%, für die Indikation nicht mehr 3 Resistenzklassen zur Verfügung stehen und nur noch für einen ganz kleinen Teil das gegeben ist. Das betrifft vor allem die Insektizide, das betrifft aber auch die Herbizide. Das betrifft etwas weniger die Fungizide, wo es, wie ich gerade eben schon gezeigt habe, zum Teil noch gar nicht so schlecht aussieht. Hier haben wir noch etwa ein Drittel der Indikationen, bei denen mindestens 3 Resistenzklassen verfügbar sind. Aber hier sind 2 absolute Hotspots, wo es wirklich brennt und wo man sich fragen muss, wo da die Innovationen in Zukunft herkommen sollen. Wenn Sie das mal gesamt betrachten, wir haben in Deutschland augenblicklich 5.600 Indikationen, die insgesamt in der Land- und Forstwirtschaft
erfasst sind und durch Pflanzenschutzmittel in irgendeiner Form abgedeckt sind. Da sehen Sie, über die Jahre hat die Anzahl der Indikationen, die weniger als 3 Resistenzklassen hat, kontinuierlich stark zugenommen. Wir sind heute bei 2018 bei erheblichen Zahlen gelandet, in denen eben die Abdeckung durch chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel nicht mehr ausreichend ist, um dauerhaft hier eine Kontrolle zu gewähren im Hinblick auf Resistenzbildung. Das ist summa summarum betrachtet, sind das 3.500 Indikationen, die nicht mehr durch 3 Resistenzklassen abgedeckt sind. Das bedeutet also etwa 64%. Das ist eine Entwicklung, wenn Sie sich die weiter vorstellen, die führt natürlich genau dorthin, wo vielleicht Gegner des chemischen Pflanzenschutzes diesen sehen wollen. Sie wollen ihn nämlich scheitern sehen und er wird scheitern. Ich möchte das an 2 Beispielen noch etwas verdeutlichen. Ich habe mir hier den Winterraps und die Zuckerrübe ausgesucht, wo es augenblicklich, glaube ich, ganz besonders brennt, zumindest in meinem Bereich. Der Raps, der uns ja sehr nahe liegt, auch in der Forschung, ist eine wunderschöne Pflanze, wie Sie alle mir zugeben werden, wenn er blüht. Er hat nur ein riesiges Problem. Er wird wie keine andere Kulturpflanze auf der Erde von Schadenerregern überrannt. Und zwar in allen Stadien seiner Entwicklung. Wenn Sie das vom Auflauf- und Jugendstadium aus sehen, sind hier mehrere pathogene Insekten, die aktiv sind. Vom Schossen bis zur Blüte geht es weiter und bis zur Reife. Also die gesamte Lebensspanne eines Rapses ist verfolgt von Schädlingen und Pathogenen. Und wenn man das weltweit, haben wir für den Internationalen Rapskongress in Berlin mal genauer analysiert, gibt es insgesamt 16 Krankheiten, die am Raps mehr oder weniger regional unterschiedlich gewichtet auftreten weltweit, und 28 Schadinsekten. Das ist ein absoluter Rekordhalter. Der Raps ist also ein wirklich bedauernswertes Mitglied unserer Kulturpflanzenfamilie. Insofern hat ein einziges Positivum, hat keine saatgutübertragbaren Krankheiten. Das ist der kleine Wehmutstropfen, den man dem Raps anhängen kann. Aber ansonsten ist es ein Problemfall, der Pflanzenschutz braucht. Und es ist nicht ohne Grund, dass es keinen Bioraps gibt. Denn Sie kriegen ihn ohne Pflanzenschutz nicht durch. Nun, wenn Sie sich anschauen, wie die wichtigsten Schadenerreger aufgestellt sind und welche Möglichkeiten wir haben zur Bekämpfung, es geht ja um integrierte Bekämpfung, hier habe ich mal die wichtigsten Bereiche der integrierten Bekämpfung zusammengestellt, chemisch, biologisch, Fruchtfolge, Sortenresistenz und Bodenbearbeitung. Das sind nach unserer Befragung die 5 wichtigsten tierischen Schadenerreger im Raps in Europa. Rapserdfloh, Rapsglanzkäfer, Rapsstängelrüsseler, Kohlschotenmücke und die Blattläuse. Und da können Sie auch aus der letzten Reihe sehr schön sehen, dass hier die Kreuzchen sich hauptsächlich in der Kolonne der chemischen Bekämpfung befinden, weil es eben nicht viele andere Alternativen gibt. Der Raps ist also eine Insektenkultur, in der wir besonders stark auf chemischen Pflanzenschutz angewiesen sind. Es gibt keine erfolgreichen Formen des biologischen Pflanzenschutzes, es gibt gewisse Effekte von Fruchtfolge, es gibt keine Sortenresistenz und es gibt in Bezug auf die maßgebliche und effektive Eindämmung von Schädlingen an Raps auch keine guten Möglichkeiten der Bodenbearbeitung. Da sieht es besser aus bei den pilzlichen Erregern. Die 5 wichtigsten sind europaweit betrachtet Sclerotinia, Phoma, Verticillium, die Zylindrosporiose und die Kohlhernie. Und hier sehen Sie, dass die Verteilung der Kreuzchen durchaus etwas breiter ausfällt. Hier gibt es gute Möglichkeiten in der Fruchtfolge. Es gibt Sortenresistenz, es gibt sogar einzelne Beispiele bei Sclerotinia der erfolgreichen biologischen Kontrolle und die Bodenbehandlung kann auch eingesetzt werden. Also wir haben eine entspannte Situation. Wir haben also auf der Seite der Angebotsbreite von Wirkstoffen im Bereich Fungiziden eine entspannte Situation, aber auch eine auf der Seite der Möglichkeiten des integrierten Pflanzenschutzes. Ganz eng ist also die Insektenkontrolle hier. Und in Rot möchte ich nochmal darauf hinweisen, das sind alles Erreger, die in den letzten 20 Jahren zugenommen haben. Auch hier kann man drüber nachdenken, warum haben die eigentlich zugenommen, obwohl wir Pflanzenschutz betrieben haben. Nun, wenn man das noch mal ein bisschen zusammenfasst, sieht man also noch mal bei den Fungiziden, dass es hier noch, wenn die Substitutionskandidaten demnächst wegfallen, noch 5 Resistenzklassen geben wird. Das ist noch okay. Und etwa dann noch 9 Wirkstoffe, das ist nicht mehr so ganz viel. Aber bei Insektiziden wird es schon relativ eng. Noch schlimmer ist es in den Zuckerrüben. Da ist es wirklich schlimm. Das war die Situation. Das ist hier oben ein Fehler. Das ist die Situation vor 2018 gewesen. Wir hatten 6 Wirkstoffe, die in der Spritzapplikation zugelassen waren und 4 Wirkstoffe in der Balzapplikation. Insgesamt 4 verschiedene Resistenzklassen, die noch vertreten waren und damit eine Abdeckung eigentlich der wichtigsten Erreger. Rübenfliege, Blattläuse, Erdflöhe, Moosknopfkäfer. Der Rüben-Derbrüssler ist hier noch nicht dabei, weil er bei uns noch nicht angekommen ist. Also wir erwarten den schon mit Freude. Und
Das ist die Situation vor gut einem Jahr. Die Situation jetzt ist diese. Wir haben jetzt noch 3, von den 6 sind 3 übrig geblieben, die spritzappliziert werden können. Und aus den 4 Resistenzklassen ist eine übrig geblieben, eine einzige, 3a. Und bei den Balzmitteln sind 3 weggefallen, wie Sie wissen, es bleibt noch 1 übrig. Das ist eine gleiche Wirkungsmechanismus, wie die dann in Spritzapplikationen eingesetzt werden. Und hier sind 2 Kandidaten, die als Substitutionskandidaten wahrscheinlich wegfallen werden. Damit kriegen wir Bekämpfungslücken von erheblichem Ausmaß. Die werden vermutlich die Rübenfliege betreffen, die werden Blattläuse vor allem betreffen. Damit wird ein Virusproblem in der Zuckerrübe wieder evident werden, was wir bislang nicht kannten. Und die Erdflöhe werden auch ein großes Problem werden. Also die Abdeckung der Zuckerrübe wird nicht mehr ausreichend sein. Nun, was es bedeutet, diese beiden wichtigen Blattfrüchte zu verlieren, in getreidelastigen Fruchtfolgen brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Eine Landwirtschaft, die Ackerbau macht klassischerweise und keine Blattfrüchte mehr hat, ist schlechter aufgestellt. Nun, die Lösung, wird immer wieder gesagt, ist die noch stärkere Nutzung, das hat ja auch Herr Verret richtigerweise bemerkt, die noch stärkere Nutzung der Instrumente des integrierten Pflanzenschutzes, dem kann man natürlich nur zustimmen. Und als Göttinger mache ich das natürlich ganz besonders stark, denn das ist sozusagen immer unser Thema gewesen, auch unter Herrn Haltefuß schon. Aber wir müssen auch realistisch sein, was die Grenzen angeht des integrierten. Der integrierte Pflanzenschutz, und zwar denkt man ja dann gerne erstmal an die nicht chemischen Maßnahmen, hat seine Limitierungen. Nochmal zur Erinnerung, es geht um vorbeugende Maßnahmen, es geht um alternative Verfahren im Bereich vielleicht biologischer Pflanzenschutzmaßnahmen und es geht um gezielte Applikation, um eben Mittel einzusparen. Das sind so die 3 wesentlichen Bereiche, die ich sehe im Bereich des integrierten Pflanzenschutzes. Aber ich will Ihnen auch gleich zeigen, dass es eben eine ganze Reihe von Bereichen gibt, wo ich hier große Schwierigkeiten sehe und wo wir eben nicht verzichten können auf den effektiven chemischen Pflanzenschutz. Und das geht los mit großräumig agierenden Erregern. Wenn der Rapsglanzkäfer 12 Kilometer fliegt, dann schert er sich nicht darum, was der Landwirt auf seiner Fläche vorher für eine Fruchtfolge gehabt hat. Das ist ihm völlig egal. Der fliegt dahin, wo er den Raps findet, lässt sich nieder, frisst den Pollen und vermehrt sich. Da kommen wir an Grenzen. Das gilt auch für großräumig agierende pilzliche Schaderreger. Denken Sie an die neuen Rostrassen, die Gelbrostrassen, die aus dem innerasiatischen Bereich vor einigen Jahren bis zu uns den Weg gefunden haben und völlig neue Probleme verursacht haben, weil sie in der Lage waren, eben die vorhandenen Resistenzen in Weizen mit einem Schlag zu übersteigen. Das sind alles Situationen, in denen sie einfach effektiven Pflanzenschutz brauchen. Es gibt invasive Arten, das haben wir davon ja schon einiges gehört. Ich habe auch gestern Abend gehört, dass Sie neue Schaderreger hier haben bei sich in Ihrem Lande. Und was in Österreich ankommt, kommt irgendwann auch in Deutschland an. Also können wir uns auch schon darauf einstellen. Es gibt eine Evolution der Pathogene. Das haben die Entwicklung der Rostrassen vor allem gezeigt. Das zeigt auch übrigens den Verlust von Resistenz bei den Piwi-Sorten, die wir in Deutschland haben im Weinbau. Die sind leider auch nicht dauerhaft resistent und der Regent ist mittlerweile anfällig, wie bekannt ist, gegen Mehltau. Der ist mal gestartet als Mehltau-resistente Sorte, nicht? Also wir haben eine Anpassung und auch da muss man überlegen, ob man da nicht andere Mittel auch braucht. Die Resistenzzüchtung ist natürlich wichtig, ganz klar, aber sie kann nicht schnell reagieren. Sie ist ein langsames Instrument und auch nicht immer dauerhaft. Pathogen in Dauerkulturen, hier fallen viele Instrumente des integrierten Pflanzenschutzes weg. Bodenbearbeitung, Fruchtfolge will ich nur nennen, das hat auch eine globale Dimension bei einigen wichtigen Kulturen. Die Banane ist auch schon genannt worden. Obst- und Weinbau sind Hotspots und lassen sich ohne Pflanzenschutz, ohne effektiven Pflanzenschutz sicherlich nicht aufrechterhalten. Zielkonflikt, bodenschonende Unkrautbekämpfung. Hier sind Herbizide notwendig, wenn wir Bodenschonung betreiben müssen, also ein Konflikt, der nicht auflösbar ist, ohne eben Herbizideinsatz zu akzeptieren. Und das große Problem, was ich sehe tatsächlich, sind die Insekten. Die Insekten, ich kann nur sagen, aus Sicht der Forschung, wir sind dabei, mit Züchtern nach Resistenzgenen zu suchen, in dem Genpool des Brassica-Arten beispielsweise, um im Raps besser zu werden. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt keine. Es gibt auch in den Wildbrassica-Arten, es gibt keine Resistenz gegen Insekten. Das hat die Evolution irgendwie nicht vorgesehen. Ich weiß nicht warum. Wir finden Resistenz gegen Viren, gegen Pilze. Wir finden keine Resistenz gegen Insekten. Und das ist auch in der nahen Zukunft ist wenig zu erwarten. Also wer glaubt, dass wir insektenresistente Kulturpflanzenarten kriegen, den muss ich leider an der Stelle enttäuschen. Es gibt gewisse Ansätze.
die man natürlich verfolgt in der Situation, in der wir jetzt sind. Aber wir müssen befürchten, dass diese im Bereich der Glykosinolatmuster sich abzeichnenden Möglichkeiten leider auch nicht dauerhaft sein werden, weil die Anpassungsfähigkeit der Insekten ist enorm. Und wenn sie mit solchen Sorten kommen, werden sie wahrscheinlich erleben, dass sie innerhalb weniger Jahre ihre Resistenz verlieren. Ich möchte zu meinem Schluss kommen und Ihnen noch einige Thesen mit auf den Weg geben, die jetzt nicht überraschend sind natürlich. Ich glaube, dass wir ein Problem haben mit der Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln, die unmittelbar auf das Weltbild der Bevölkerung zurückzuführen ist. Das Weltbild der Bevölkerung ist urban geprägt, es ist medial geprägt und vermittelt ein Bild von der Landwirtschaft, wie sie nicht existiert, zumindest was die Anforderungen angeht. Und führt auch dazu, dass eine zivilisationstragende Technologie wie der Pflanzenschutz, der wirklich so zu bezeichnen ist, so in Misskredit geraten ist, was in Bezug auf Realitätsfähigkeit inakzeptabel ist. Das wird Einschränkungen im Pflanzenschutz nach sich ziehen, die muss man sehen, die sehen wir überall. Und das wird die Profitabilität von Betrieben reduzieren und dann wird es ans Eingemachte gehen, was die Landwirtschaftsstruktur angeht. Und ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass eben, das hat Herr Verrett ja auch sehr schön nochmal gezeigt, mit der intrinsischen Anfälligkeit von Kulturpflanzen, das habe ich auch schon mal geäußert, das ist so, das wissen viele Menschen nicht, wenn sie in den Wald gehen und dort stehen Bäume, die keinen Pflanzenschutz haben, dann wird mir gesagt, ja, warum müssen die Bauern eigentlich spritzen, das sind doch auch Pflanzen. Im Wald stehen doch Wildpflanzen, die werden auch nicht gespritzt und sind gesund. Es fehlt einfach das Grundverständnis der Unterschiedlichkeit. Eine Nutzpflanze ist ein Kunstorganismus, ist er einfach. Und er braucht unseren Schutz. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Und das ist auch egal, ob Sie ökologischen Anbau betreiben oder anderen. Je mehr Sie Produktivität steigern, desto notwendiger ist effektiver Pflanzenschutz. Vorbeugende Maßnahmen und Resistenzzüchtungen sind wichtig, aber die haben Grenzen. Darauf habe ich hingewiesen. Gerade bei der Insektenkontrolle, die uns in den nächsten Jahren auch aufgrund vielleicht von klimatischen Veränderungen besonders drücken wird. Und mein letzter Punkt ist tatsächlich, dass der chemische Pflanzenschutz integraler Bestandteil bleiben muss. Aber ich fürchte, dass er auf dem Weg, auf dem wir uns befinden, nicht sein kann, weil seine Nachhaltigkeit gefährdet ist. Die Nachhaltigkeit des chemischen Pflanzenschutzes hängt ab von Diversität, von Resistenzklassen. Und diese stehen zunehmend weniger zur Verfügung. Was ist der Ausblick Zukunft? Was könnte Entlastung bringen im Bezug auf wissenschaftlich-technischen Fortschritt? So ganz will ich ihn ja nicht als einen Treiber des Pflanzenschutzes außen vor lassen. Drei Dinge vielleicht hierzu. Biologicals haben Hochkonjunktur. Auch die großen Firmen beschäftigen sich damit, weil es ein Markt ist, der lukrativ erscheint. Ich glaube, dass die Hoffnungen hier viel größer sind als die Möglichkeiten. Ich arbeite seit 35 Jahren im biologischen Pflanzenschutz in der Forschung und ich glaube, ich kann das ein bisschen einschätzen. Es wird nur ganz begrenzte Lösungen geben hier, die auch nicht sehr sicher sein werden. Es wird vielleicht gewisse Fortschritte geben, aber die Breite des Pflanzenschutzes wird der biologische Pflanzenschutz niemals ersetzen können. Die neuen Züchtungsmethoden könnten sehr großen Fortschritt bringen. Aber Sie wissen selbst, dass der Europäische Gerichtshof im letzten Jahr bereits eine Marke an diesem Bereich gesetzt hat, in dem gesagt wird, das ist Gentechnik. Und wie es mit der Akzeptanz von Gentechnik in Europa aussieht, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Hier wären sicherlich auch gerade in Bezug auf die Verbesserung der Insektenresistenz, wären hier maßgebliche, wenn überhaupt über Resistenz geredet wird bei Insekten, wird es nur über ganz innovative Ansätze möglich sein und nicht über klassische Züchtung. Robotik, digitale Techniken, wer auf der Agritechniker war, hat sich begeistern lassen. Natürlich gibt es hier Möglichkeiten. Da muss man aber auch wieder realistisch bleiben und sagen, die Bedeutung wird sich begrenzen auf vor allem den Unkrautbereich, auch nicht in allen Kulturen. Dort sicherlich interessant und entwicklungsfähig. Man muss gucken, wie weit das finanzierbar ist für die Betriebe. Die Betriebe verdienen nicht mehr so viel Geld. Ich weiß nicht, ob sie dann noch sehr froh sind, dann sehr viel zu investieren in Technik. Aber man wird es sehen. Aber viele andere Dinge, den Rapsglanzkäfer werden Sie nicht mit Robotern bekämpfen können und auch nicht den Gelbrost. Und das werden Herausforderungen sein, die bleiben und auch nicht der falsche Mehltau im Weinbau. Aber da gibt es ja andere interessante Methoden, die mein Vorredner auch schon genannt hat.
Gut, damit bin ich durch, stehe für Fragen gerne zur Verfügung und danke nochmal ganz herzlich, dass ich hier heute sprechen durfte und möchte vor allem auch noch meine herzlichen Geburtstagsgrüße an die ÖAIP loswerden. 60 Jahre alt zu werden, ist ein Alter, mit dem ich mich auskenne. Ist ein stattliches Alter, aber es ist kein schlechtes Alter. Alles Gute weiter in Zukunft. Dankeschön. Applaus